Seitdem Miraculous existiert, wissen wir, Marinette und Adrien sind ein Traumpaar. Ein Traumpaar, das einige Hindernisse überqueren muss, bis es hoffentlich am Ende zusammenfindet. Die meisten Fans fiebern dem Moment entgegen, an dem Marinette und Adrien bewusst wird, dass sie in Wirklichkeit Ladybug und Cat Noir sind. Wann wird dieser Moment kommen? So wie es momentan aussieht, werden wir wohl noch lange darauf warten müssen, denn die Miraculous-Serie lebt nun einmal zu einem großen Teil davon, dass Marinette und Adrien ihre Identitäten nicht kennen. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder Theorien darüber, wie wohl die große Aufdeckung aussehen könnte. Heute wollen wir uns eine Theorie anhören, in der Marinette als Meerjungfrau von Adrien entdeckt wird. Wie könnte das wohl aussehen? Bleib dran, um es zu erfahren. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeig es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Trendshow und sei gespannt auf die nächsten Videos. In Paris ist der Winter fast vorbei. Man kann morgens bereits die Vögel hören, die aus dem Süden wieder nach Europa fliegen, um den Frühling willkommen zu heißen. Dennoch spielt das Wetter zurzeit wie verrückt. Vor allem in dieser Woche hat es mehrmals gehagelt und geschneit, nur damit im nächsten Moment wieder die Sonne hervorkommt und man ohne Jacke aus dem Haus gehen kann. Für das Wochenende sind Orkanböen gemeldet. In Südamerika kam es zu einem Hurrikan und die Winde sind bis nach Europa vorgedrungen. Marinette sitzt bei sich im Wohnzimmer und hat es sich mit einer heißen Tasse Schokolade vor dem Kamin gemütlich gemacht. Ihre Eltern sind nicht zu Hause, sondern gemeinsam in einem Restaurant essen. Marinette hat den beiden einen Gutschein für ein romantisches Candlelight-Dinner besorgt, damit ihre Eltern wieder aufatmen und etwas Zweisamkeit genießen können. Denn Marinettes Eltern sind seit Monaten nur am Arbeiten und haben kaum mehr Zeit für Freizeit. Marinette schlürft an ihrer Tasse Schokolade, als Tiki hervorkriecht. Ich weiß nicht, was ihr Menschen an Trinkschokolade mögt. Wieso? Es ist köstlich, erwiderte Marinette. Alles, was mit Kakao in Verbindung gebracht werden kann, ist alles andere als köstlich. Ich war vor vielen Jahren in Südamerika auf Besuch bei einer Freundin. Es war wirklich heiß. Ich war in einem Dschungel, weil ich dort einen Kwami namens Sirene besuchen wollte, der mitten in den Tropen gelebt hat. Und was ist passiert? Natürlich habe ich Hunger bekommen und war auf der Suche nach etwas Leckerem. Wenn man an Dschungel denkt, dann könnte man wohl meinen, dass einem ein Schlaraffenland aus exotischen Früchten und Pflanzen erwartet. Vielleicht mag das im Allgemeinen auch stimmen. Dort, wo ich war, war das leider nicht so. Weit und breit keine einzige Frucht. Stattdessen hat mich dieser Kakaobaum angelacht. Ich habe eine Kakaobohne probiert und ich hätte mich fast übergeben. Ich verstehe es nicht, es ist viel zu bitter und fettig. Ach, ekelhaft. Als Marinette das hört, muss sie lachen. Sie antwortet, nun, ich glaube, die meisten Menschen würden Kakao nicht roh essen. Ich habe einmal rohe Kakaonips probiert und muss sagen, dass diese mir auch nicht zugesagt haben. Aber Schokolade oder Kaba, ach, das ist sowas von lecker. Ich verstehe nicht, warum du dich weigerst, wenigstens einmal zu probieren. Ich bin mir sicher, dass es dir schmecken wird, Tiki. Aber Tiki schüttelt nur angewidert den Kopf und beharrt auf ihre Entscheidung, nichts mit Kakao am Hut haben zu wollen. Plötzlich wird Marinette nachdenklich. Wie schön wäre es, wenn Kakao ihr einziges Problem wäre. Sie schaut aus dem Fenster und sieht einige Menschen, die von dem plötzlichen Regenfall klitschnass durch die Straßen laufen. Einige rennen schnell zu ihren Autos, um sich in Trockenheit zu wägen. Andere haben ihr Schicksal akzeptiert und laufen so, als würde die Sonne scheinen. Was Adrien nur gerade macht, fragt sich Marinette. Am Vortag ist Adrien erst in der Bäckerei gewesen, um eine Großbestellung aufzugeben, da er und sein Vater Verwandtschaft aus dem Süden erwarten würden. Als Marinette davon gehört hat, war sie sehr neugierig, hat sich aber letzten Endes doch nicht getraut, Adrien auszufragen und hat es bevorzugt zu schweigen. Wieso kann sie sich nicht einmal zusammenreißen und das sagen, was sie will, wenn sie in Adriens Nähe ist? Zwar hat sich ihr Verhalten gegenüber Adrien in der Zwischenzeit enorm verbessert,
Immerhin muss sie nicht mehr stottern, wenn sie in seiner Nähe ist und läuft nicht mehr rot an wie eine Tomate. Aber trotzdem hat sie das Gefühl, dass sie in seiner Gegenwart immer noch nicht ganz sie selbst sein kann. Bei Luca ist das schon immer etwas anderes gewesen. Wenn Luca in ihrer Nähe war, wurde sie nicht rot. Wenn Luca sie ansah, kam sie nicht ins Stottern, sondern wurde ganz im Gegenteil noch darin bestärkt, weiterzureden, weil Lukas Ausdruck ihr klar und deutlich vermittelt hat, dass er es mag, ihr zuzuhören. Es wäre alles so einfach, wenn sie bei Adrien so sein könnte wie bei ihm. Aber leider ist es das nicht. Und Luca ist nicht der Richtige für sie, das weiß Marinette inzwischen. Sie hat versucht, mit ihm eine Beziehung zu führen, aber letzten Endes konnte sie nicht aufhören, an Adrien zu denken. Und das war Luca gegenüber nicht fair. Außerdem war der Zeitpunkt ihrer Beziehung sehr schlecht gewählt. Marinette möchte Tiki nicht in ihre Gedanken einweihen, aber Tiki weiß genau, woran sie denkt. Noch bevor Tiki dazu ansetzen kann, etwas zu sagen, klingelt es plötzlich an der Tür. Marinette sieht Tiki verwundert an. Wer kann das bloß sein? Ihre Eltern sind doch erst vor 10 Minuten gegangen. Hat ihnen das Restaurant oder das Essen nicht gefallen? Unmöglich. Marinette hat genau dieses Restaurant ausgesucht, da sie in einem Gespräch mitbekommen hat, dass ihre Mutter wieder einmal dort essen gehen würde. Vielleicht hat das Restaurant ja die Speisekarte geändert und das Menü gefällt ihren Eltern nicht mehr. Wie dem auch sei, Marinette steht ohne ein Wort zu sagen auf und läuft in Richtung Haustür. Als sie die Tür öffnet, erschrickt sie. Niemals hätte sie gedacht, diese Person jetzt zu sehen. Es ist Adrien. Er lächelt ihr verlegen zu und schüttelt sein Haar, in der Hoffnung, daraus das Regenwasser zu bekommen. Adrien muss wohl gelaufen sein, denn auch seine Kleidung ist klitschnass. Normalerweise ist er doch immer mit der Limousine seines Vaters unterwegs und wird überall hingefahren. Hey Marinette, ich weiß, ich sehe furchtbar aus. Normalerweise bin ich immer mit der Limousine meines Vaters unterwegs und werde überall hingefahren, sagt Adrien, so als hätte er Marinettes Gedanken gelesen und diese nun laut vorgetragen. Aber ich wollte mich heute einmal etwas normal fühlen. Da habe ich mir wohl den falschen Tag ausgesucht. Macht es dir etwas aus, wenn ich kurz hereinkomme? Marinette ist völlig perplex und weiß nicht, was sie antworten soll. Erst als sie in ihrer Hosentasche einen Pieks spürt, wacht sie aus ihrer Trance auf und antwortet. Tiki ist ihr nämlich in der Zwischenzeit gefolgt und hat das Szenario beobachtet. Aha, ja klar, komm rein, sagt Marinette schließlich. Sie bedeutet Adrien, in das Wohnzimmer zu gehen. Als Adrien sie anlächelt und vorausläuft, nutzt sie die Gelegenheit, um einen kurzen Blick in den Spiegel im Flur zu werfen. Marinette ist entsetzt. Wieso hat sie sich ausgerechnet heute für ihren Schlabberlook entschieden? Oh nein, was würde Adrien nur von ihr denken? Adrien setzt sich auf das Sofa. Ich bin eigentlich nur kurz gekommen, um eine Änderung an der Bestellung von gestern vorzunehmen. Mein Vater wollte erst einen Dienstboten schicken, aber ich habe mir gedacht, dass das eine tolle Gelegenheit wäre, um dich zu sehen. Es sind ja gerade Ferien und wie du weißt, ist mein Vater kein Fan davon, dass ich das Haus verlasse, um mit Freunden etwas zu unternehmen. Wenn ich ehrlich bin, bist du gerade meine erste Begegnung aus der Schule in der gesamten Ferienzeit. Marinette traut ihren Ohren nicht. Hat Adrien tatsächlich gerade gesagt, dass er nur wegen ihr den Weg durch den Regen gelaufen ist? Das kann nicht wahr sein. Oh nein, umso mehr ärgert Marinette sich gerade, dass sie nicht in Schale geworfen ist. Denn Adrien sieht immer gut aus, egal ob er zu Hause herumlungert oder auch nur etwas beim Bäcker holt. Marinette sagt, ja, ich habe in den Ferien auch nicht wirklich viel mit Freunden gemacht. Ich meine, man muss ja nicht immer etwas mit Freunden machen, hä? Was rede ich da nur? Ich meine, Freunde sind wichtig, aber auch nicht so, verstehst du? Adrien lacht. Er merkt, dass Marinette aufgeregt ist. Er antwortet ihr, dass er versteht, was sie meint. Dann sagt er Marinette, dass sein Vater die Bestellung zuerst stornieren wollte, weil die Bekanntschaft, die kommt, wegen des Coronavirus doch nicht kommen wollte, als Vorsichtsmaßnahme. Dann hätten sie sich aber doch umentschieden, nur würde die Frau seines Bekannten keine Mohnschnecken wollen. Stattdessen sollten ihre Eltern bitte Sandwiches zubereiten, da sie einen Wandertag planen wollen. Marinette weiß, dass ihr Vater ein Meister der Sandwiches ist, weshalb ihn diese Änderung sicherlich nicht stören wird. Marinette bedankt sich bei Adrien für die Information. Sie möchte aber nicht, dass Adrien jetzt schon geht. Und zu ihrem Glück gesteht ihr Adrien, dass er gerne noch etwas bleiben würde. Tatsächlich reden die beiden
beiden noch weitere ganze 3 Stunden, bevor Adrien auf die Uhr schaut und sagt, dass er leider gehen muss. Nachdem Marinette Adrien an der Haustür verabschiedet hat, geht sie noch einmal ins Wohnzimmer, um etwas aufzuräumen. Dabei bemerkt sie, dass die Tasse mit der heißen Schokolade leer ist. Weder sie noch Adrien haben davon getrunken. Sie sieht zu Tiki, aber diese tut so, als würde sie nicht wissen, was Marinette mit ihrem Blick andeuten möchte. Am nächsten Tag trifft Marinette ihre gut gelaunten Eltern. Sie erklärt ihnen die Änderung und ihr Vater macht sich begeistert ans Werk. Etwa eine Stunde später übergibt er Marinette mehr als 20 Sandwiches, die Marinette an einen See liefern soll. »Wie bitte?«, fragt sie verwundert. »Warum soll ich sie liefern?« Ihr Vater erklärt, dass Gabrielle Agreste ein großzügiges Trinkgeld versprochen hat. Also muss Marinette wohl zu diesem See fahren. Sie nimmt die Sandwiches, packt sie in einen Korb und fährt mit Tiki mit dem Fahrrad dorthin. Tiki ist aufgeregt. »Marinette, der Kwame Sirene ist zurück. Ich habe mich gestern von dir überreden lassen und von diesem Kakao probiert. Nun ja, du hattest recht, es schmeckt gar nicht so übel. Aber nun hat Sirene gespürt, dass ich da bin und ist gekommen.« Marinette ist erstaunt. Dann erklärt ihr Tiki, dass Sirene in einem Teich im Dschungel unter dem Kakaobaum lebt und immer Signale bekommt, wenn ein Kwame Kakao isst. Der Kakao ist sozusagen ihre Verbindungsquelle. Dies gilt aber nur, wenn ein Kwame Kakao isst. Sirene soll ein sehr verspielter Kwame sein. Was dazu kommt, sie verwandelt x-beliebige Menschen direkt in eine Meerjungfrau oder in einen Meermann. Und dazu muss man gar nicht sagen, verwandle mich. Es genügt, das Lied des Kwame zu hören und schon verwandelt sie einen. Tiki erklärt ihr, dass Sirene ein liebenswürdiger Kwame ist, aber nicht gerne auf Regeln steht. Kurz bevor Marinette die Agrests und ihre Bekanntschaft trifft, sieht Marinette Sirene. »Oh mein Gott«, spricht Sirene. »Du würdest so toll als Meerjungfrau aussehen.« Dann öffnet sie ihre Lippen und summt eine Melodie. Kaum hat sich Marinette versehen, fällt sie auf den Boden und siehe da, sie hat einen Fischschwanz. »Oh mein Gott«, denkt sich Marinette. Schnell versucht sie, sich hinter einem Baum zu verstecken, indem sie unbeholfen am Boden entlang robbt. Und in dem Moment, als sie sich in Sicherheit wähnt, ertönt eine Stimme hinter ihr. »Marinette, hast du dich verkleidet? Warum?« Marinette weiß nicht, was sie sagen soll. Adrien versucht ihr zu helfen, indem er den Fischschwanz ausziehen möchte. Aber er merkt, dass das nicht geht. Dann sieht er neben ihr das Marienkäfer Miraculous und Tiki, die sich vor Aufregung nicht versteckt hat. »Moment mal, das gehört Ladybug. Was ist hier los?« »Marinette, bist du etwa?« Aber bevor er zu Ende sprechen kann, hört er bereits, wie sein Vater und die Bekanntschaft näher kommen. »Okay, egal wer du jetzt auch bist, wir müssen dich hier wegbringen.« Wohin wird Adrien Marinette bringen? Und was passiert mit dem Kwame Sirene? Erzählt es uns unten in den Kommentaren. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gerne mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!